Da war doch was. Buddy Spawn. Oder doch nicht, einfach Rückzug. Okay. So. Komm. Nein! Boah, das ist auch blöd. Ah, Mann. Ach ja. Schön. Das Ding macht Spaß. Ah, oh, oh. Aha. Ratten-Nata. Okay. Leck mich. Ach, mein Buddy ist dead. Ja. Spawn und tot, würde ich mal sagen. Schön. Okay. Eigentlich kann ich nur mich fragen, okay, ja, es geht mir zu schnell. Was für, das ist ja keine Frage, das ist eine Aussage. Genius over 9000. Ja. Es ist schon eine Frage für sich. Aktionsbelobigung, okay. So. Ich hab den Typen da gekillt, super. Ich den einfach noch bekomme. Ich hab 7 Kills gemacht, boah, es fühlt sich nach viel weniger an. Und außerdem geht die Runde jetzt schon einige. Mir persönlich ein wenig zu lang. Ah, komm. Nee. Feindliche Drohne aktiv. Hä? Da ist er einfach hingefallen. Geh auf, du Tür. Anscheinend geht das nicht. So, hey. Getroffen. Was? Weiter. Da lebt er wieder. Aber doch nicht so klasse, wie ich es ja erhofft habe. Da ist immer noch diese Mine, die ich eigentlich eher killen möchte. Naja. So. Kein Sound an dieser Stelle, warum auch immer, vom Spiel. Ach doch, jetzt gibt's wieder Sound. Jetzt kommt der Sound. Sound. So, dein Team hat verloren. Leck mich. So einfach geht's. Erstmal kommen hier diese ganzen Punkte, die mich weniger interessieren. Du bist aufgestiegen. Ja. Scheint so. Sie hatten einen Warfighter Nations Punkt. Warum auch immer. Zurück zum Menü gehen wir dann mal. Denn auch hier endet dieses Angespielt irgendwann mal. Ich hoffe, es hat euch trotz vieler What the fuck Momente ein wenig Spaß gemacht, ne? Zuzuschauen. Den ganzen Scheiße mitzuerleben. Wer weiß.
So, der ist für die russische Föderation zuständig und hat eine AK-74. Aha. Waffe wechseln. Was hat der denn gerade? Die AK-74 Uhr habe ich ja auch gerade gesagt. Scheint wohl recht cool zu sein. Kann ja jetzt hier mal an der Waffe rumschrauben fürs letzte, denn die sieht ordentlich aus. Das erste. Natürlich. Aber ich nehme mal einfach den Skin. So. Jetzt braucht man nur noch so ein Cheese, einfach so, dass man per Mausklick einfach zu einem Cheese-Stadt kommt, aber das gibt's wohl nicht. So, das war's mit, kann ich jetzt noch, so, mehr auf einer Warfighter. Wenn es euch dann gefallen hat, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Wenn euch das Spiel gefällt, aus welchen Gründen auch immer, dann könnt ihr es natürlich bei Origin kaufen oder sonstigen Händler-Gedöns. Wir sehen uns im nächsten Video.